Hallo zusammen, ich, Silvia Brunner, heiße dich herzlich willkommen und in diesem Video zeige ich dir, wie dich deine Gedanken beeinflussen und wie du mit ihnen umgehen kannst. Immer wieder mache ich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, auf unsere Gedanken zu achten, denn ein wichtiges, geistiges, universelles Gesetz besagt, du bist, was du denkst. Ja, Gedanken formen unser Sein. Denn Gedanken lassen Gefühle entstehen. Gefühle bringen dich ins Tun und so entstehen unsere Resultate. Oft werde ich dann gefragt, ja, aber Silvia, wie achte ich denn auf meine Gedanken? Mir gehen ständig 1000 Gedanken durch den Kopf. Ja, es ist tatsächlich so, dass uns circa 60.000 Gedanken am Tag durch den Kopf gehen. Die meisten davon nehmen wir nicht einmal wahr. Und wenn du sie nicht bewertest, also ihnen keine Aufmerksamkeit gibst, verschwinden sie einfach wieder. Sie beeinflussen dich vielleicht kurz, doch jedes entstehende Gefühl dauert maximal 3 Minuten. Was? So ein Quatsch, denkst du jetzt vielleicht. Wie kann es dann sein, dass ich mich manchmal stundenlang, tagelang oder noch länger schlecht oder gut fühle? Lass es mich so erklären. Vielleicht erinnerst du dich an diese Flipperkasten, bei denen eine Kugel hochschießt und du dann mittels deiner Aktionen mit Hebeln möglichst lange die Kugel im Spiel halten musst, um Punkte zu sammeln. Wenn du geschickt bist und deine Kugel immer wieder mit einem Impuls in den Kasten schleuderst, kannst du die Kugel sehr, sehr lange im Spiel halten. Tust du aber nichts mehr, wird sie einfach herunterrollen, im Loch verschwinden und das Spiel ist aus. Genauso ist es mit unseren Gedanken. Wenn du sie nämlich nicht bewertest, ihnen auch keine Aufmerksamkeit mehr gibst, sie also weder weiterspinnst noch weitererzählst, verschwinden sie einfach wieder, genauso wie sie gekommen sind. Doch meist bilden wir daraus in unserem Kopf ganze Geschichten und halten sie so die ganze Zeit im Spiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Da kommt zum Beispiel eine Rechnung per Post. Du öffnest sie und der Gedanke kommt in dir hoch. Hoffentlich habe ich jetzt genug Geld, diese zu bezahlen. Und für einen Moment hast du ein ungutes Gefühl. Doch wenn du diesem Gedanken keine Energie mehr gibst, verschwindet er einfach wieder, genauso wie er gekommen ist. Nur leider lassen sich viele von solchen negativen Gedanken verleiten und können sie dann einfach nicht mehr loslassen. Ach herrje, das ist schon die 2. Rechnung. Und wir sind doch sowieso schon knapp bei Kasse diesen Monat. Und hat jetzt nicht gestern mein Partner erwähnt, dass auch noch das Auto vorgeführt werden muss? Da kommt sicher auch noch eine fette Rechnung auf uns zu. Und Ende Monat ist noch der Geburtstag meines Vaters. Und er hat doch einen runden dieses Jahr. Und die Steuerrechnung, die kommt sicher auch schon bald. Ja, und so erfinden wir ganze Geschichten von möglichen Szenarien und machen uns Sorgen über etwas, was unter Umständen gar nie eintrifft. Und je länger wir dieses Spiel mit negativen Gedanken spielen, desto schlechter fühlen wir uns. Die Frage ist also, mit welchen Kugeln du spielst? Mit positiven oder mit negativen Gedanken? Und je nachdem fühlst du dich eben schlecht oder gut.
So einfach ist das. Also achte auf deine Gedanken, damit du im Spiel des Lebens mit den richtigen Kugeln spielst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch ein Like und leite es an Freunde weiter, die so auch profitieren können. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, die dich persönlich weiterbringen, dann komm doch in meine Mindset-Facebook-Gruppe Everything is Possible. Ja, alles ist möglich, wenn du es wirklich aus tiefstem Herzen willst. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also zögere nicht, mach jetzt den ersten Schritt, denn du bist viel stärker, als du glaubst. Alles Liebe, deine Silvia.